Hier sind die Heise Online News mit Isabel Grünewald. Dieselfahrverbot kommt in Frankfurt 2019. Den Fahrern älterer Dieselautos droht im kommenden Jahr in Frankfurt am Main ein großflächiges Fahrverbot. Das hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden am Mittwoch entschieden. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier und Umweltministerin Priska Hinz forderten nach dem Richterspruch eine schnelle Reaktion der Bundesregierung. Sie müsse ihrer Verantwortung nachkommen und endlich eine rechtliche Grundlage für eine Hardware-Nachrüstung der betroffenen Fahrzeuge schaffen. Digitalsteuer in Frage. Digitalkonzerne verdienen Milliarden, zahlen aber nur wenig Steuern. Die EU will das ändern. Jetzt hegt SPD-Finanzminister Olaf Scholz aber offenbar Zweifel an höheren Steuern für Internetriesen wie Google und Facebook. Eine Dämonisierung großer Digitalunternehmen sei nicht zielführend, heißt es einem Zeitungsbericht zufolge in einem vertraulichen Papier aus dem Leitungsstab des Ministeriums. Bei einer stärkeren Besteuerung werden negative Folgen für die deutschen Unternehmen in den USA befürchtet. Was das für die Zukunft der Digitalsteuer bedeutet, ist unklar. KI treibt die Weltwirtschaft an. Mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz ist bis 2030 weltweit ein zusätzlicher Wertschöpfungsbeitrag von 13 Billionen US-Dollar möglich. Nach dieser Prognose aus dem McKinsey Global Institute ließe sich der Gesamtwert der globalen Waren und Dienstleistungen zusätzlich zu sonstigem Wachstum um durchschnittlich 1,2% steigern. Damit schreiben die Analysten der KI stärkere jährliche Wachstumseffekte zu als seinerzeit der Dampfmaschine, Industrierobotern oder der Verbreitung der Informations- und Kommunikationstechnologien. Verbraucherzentrale NRW mahnt Sony ab. Wegen kundenfeindlicher Klauseln im PlayStation Network hat die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen Sony abgemahnt. Sie kritisiert unter anderem eine Regelung, nach der ein auf das PlayStation Network überspieltes Euro-Guthaben, mit dem man beispielsweise Spiele kaufen kann, nach 24 Monaten verfallen kann. Mit ihrer Abmahnung will die Verbraucherzentrale erreichen, dass Sony die beanstandeten Klauseln aus den AGB entfernt. Diese und alle weiteren aktuellen Nachrichten finden Sie auf heise.de.